Moin Moin, ich bin Frederik aus Hamburg und begeistere euch heute mit selbstgemachten Gnocchi und einem Tomaten-Sardellensalat. Los geht's! Heute brauchen wir Mehl, Eier, Parmesan, Kartoffeln, Pfeffer, hellen Balsamico, Zucker, Sardellenfilets, Salz, Basilikum, Knoblauch, Olivenöl und Kirschtomaten. Für die Gnocchi brauchen wir gekochte Kartoffeln. Wenn ihr natürlich noch welche vom Vortag habt, ist das perfekt. Die koche ich jetzt schon mal für 20 Minuten weich. Während meine Kartoffeln kochen, schneide ich jetzt schon mal meinen Tomatensalat fertig. Dafür schnappe ich mir die Kirschtomaten und schneide sie in Scheiben. Und ab damit in die Schüssel. Schneide meine Sardellenfilets und gebe sie schon mal zu den Tomaten. Meinen frischen Basilikum rupf ich einfach in den Tomatensalat und mariniere ihn auch schon mal mit hellem Balsamico, Pfeffer, Zucker, Salz, noch etwas Knoblauch. Die fein geschnittene Knoblauchzehe gebe ich jetzt auch in meinen Salat. Noch einen Schuss Olivenöl. Vermenge ihn einmal und stelle ihn zur Seite. Und gieße erstmal meine Kartoffeln ab, dann können die schon ein bisschen auskühlen. Und ich kippe sie auch schon mal auf die Arbeitsoberfläche. Dann können sie besser auskühlen. Jetzt reibe ich meinen Parmesan direkt auf die Arbeitsoberfläche, denn hier werde ich auch gleich meine Gnocchi formen. Jetzt pelle ich meine Kartoffeln. Die stampfe ich jetzt mit einer Gabel etwas klein. Und jetzt gebe ich schon mal die Kartoffeln zum Parmesan, zwei Eier obendrauf. Das Mehl behaltet ein kleines bisschen was übrig, nachher für die Arbeitsoberfläche zum Auskneten. Jetzt noch etwas Pfeffer, eine Prise Zucker und auch noch mal einen kleinen Schuss Balsamico, um alle Geschmacksknospen anzuregen. Nun verkneten wir das Ganze mal. Während mein Wasser anfängt zu kochen, werde ich mir jetzt schon mal einen auskneten und den testen. Denn nichts ist schlimmer, als wenn ihr nachher alle ausgerollt habt und sie alle ins Wasser schmeißt und beim ersten Kochgang auf einmal sie alle verschwinden. Deshalb macht immer einen zur Probe, das ist ganz wichtig. Ich habe ja extra etwas vom Mehl übrig behalten. Das gebe ich auf die Arbeitsoberfläche. Nehme mir ein Stückchen von meinem Teig und roll den aus. Original-Gnocchi werden rund gerollt zu einem Ball, dann einmal mit der Gabel eingedrückt, damit sich hier in den Lamellen überall schön die Soße fangen kann. Ich schneide sie immer einfach mit der Gabel in so kleinen Rauten runter. Ich denke, auch hier wird sich genug Soße fangen. Und jetzt teste ich erstmal einen aus. Achtet dabei darauf, dass das Wasser nicht richtig sprudelig kocht, sondern nur leicht siedet. Und mache den Test erstmal mit einem Gnocco. Man sagt ja immer, wenn Knödel oder die Gnocchi oben schwimmen, dann sind sie fertig. Ich bin der Meinung, nein, das ist nicht so. Denn in dem Moment, wo er nach oben kommt, hol ihn mal direkt raus und schneid ihn auf. Du wirst sehen, in der Mitte ist er immer noch roh. Lasst die Sachen immer noch mal 2-3 Minuten an der Oberfläche leicht schwimmen. Dann sind sie definitiv durch. Meine hat gehalten. Perfekt. Jetzt rolle ich meine restlichen Gnocchi aus. Und jetzt werfe ich sie nach und nach ins Wasser. Alles klar, meine Gnocchi sind soweit fertig, die schöpfe ich jetzt ab.
und gebe sie direkt zu meinem Tomatensalat. Vermenge das Ganze einmal schön und fülle ihn direkt ab. Einfach selber machen, super lecker. Für weitere Videos schaut einfach mal hier. Den Abo-Button findet ihr hier unten. Ich hau jetzt erstmal rein, denn das Gericht ist wirklich der Hammer. Viel Spaß beim Nachmachen. Mega Knaller.